Da kommt Patty. Und wo sie ist, ist es lang, breit und schwer. Nur heute nicht. Man hat ja ein bisschen eine andere Ladung erwartet. Aber ja. Patricia ist heute auserkoren, im Auftrag der Bundesbahn eine Schiene zu transportieren. Eine. Also, wir haben eine Gesamtlänge von 24 Meter jetzt mit der Schiene. Entschuldigung. Wir haben eine Gesamtlänge von 24 Meter und ein scharfes Gewicht geladen von ungefähr 2 Tonnen. Die Herausforderung ist jetzt, sag ich mal, nicht die größte, aber abwechslungsreich darf es eh sein und das passt eh, es macht Spaß. Patricia ist neben großen Trucks nun also auch mit einem Schienenfahrzeug unterwegs. Das ist doch was. Und wenn das Ladegut so leicht zu transportieren ist, dann kann sich Patricia umso mehr aufs Singen konzentrieren. Aber was die Leute sagen werden, dass Patricia quasi leer fährt? Kennen tun Patricia nämlich schon viele auf der Straße. Ja, mittlerweile wird man überall angeredet, wo man hinkommt. Wurscht, ob Firma oder privat oder... Aber es macht Spaß, also es kommt viel Positives und überall halt Selfies. Ich glaube, ich bin schon in ein paar Familienalben drinnen, wo ich das Haus geliefert habe oder so. Wetter, was ist mit ihm? Hat's denn jetzt ein wenig oder was? Ein wenig lebensmüde sind schon ab und zu, oder? Ja, das ist auch das Problem. Hirn ausschalten und einsteigen ins Auto. Eigentlich sollte es umgedreht sein, gell? Na, Hauptsache, du bleibst konzentriert, auch wenn's noch so schwer fällt. Die Ladung macht mich fertig. Ich krieg schon Paranoia. Säuseln im Kopf. Ich höre Stimmen. Ich habe einfach die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, ich habe irgendwas vergessen oder so. Nein, alles noch da. Nach rund 120 Kilometern geht's dann von der Autobahn runter und auf die Landstraße. Wirklich vorsichtig wegen der Ladung muss Patricia nicht fahren. Sie hat ein ganz anderes Problem. Das kleine Arschloch. Ich erwisch dich noch. Da war eine Fliegerin und das Arschloch hat mich die ganze Nacht zigiert. Bin ich schon gelegen, gell, und auf einmal denk mir, na, Alter, das gibt's doch nicht, oder? Habitiere. Wenn er wenigstens beim Hackeln helfen oder was, der Depp, der. Nix. Fahrt mit und ist lästig. Wo bist denn? Karl, oder wie? Wie heißt die Scheiß drum da. Jetzt glaube ich, ist weg. Jetzt habe ich es geschafft, glaube ich. Ah, da ist es wieder. Das gibt's ja nicht. Das kann's doch nicht sein, hä? Jetzt meine ich, hab ihn erwischt. Dieser Drast. Der Fliegen. Der Fliegen findet jedenfalls nicht mehr so leicht nach Hause. Naja, vielleicht mit der Bahn. Die Schiene. Oh, der Auflieger. Lang, geil, ein richtiges Frauenspielzeug. Verlängerbar. Jetzt haben wir es dann bald zusammen, die 5 Frauenprobleme. Hunger, müde, pipi, kalt. Und, was ist das 5. Problem? Aber ich finde sicher ein 5. auch noch. Mit großem Tamtam und Aufsehen erreicht Patricia den Verschubbahnhof von Wels. Mit im Gepäck eine Eisenbahnschiene. Eine. Die Ladung ist zwar nicht ganz Patricias Können würdig, aber was soll's, muss auch gemacht werden.
Aber so ganz wird man das Gefühl nicht los, dass sich Patsy darüber freut, das eiserne Ding loszuwerden. Die Fahrt damit ist dem Babe irgendwie komisch erschienen. Ich hab schon ein wenig lachen müssen heute. Mit einer Schiene. Ja, eh nicht. Also die andere ist quasi beschädigt, oder? Und wird austauscht. Die andere hat einen Haarriss. Okay, jetzt muss ich mal blöd fragen, wie kommt man da drauf, dass eine Schiene einen Haarriss hat? Zweimal im Jahr machen wir Ultraschallprüfung. Wie oft? Zweimal im Jahr. Okay. Und da wird dieser Fehler aufgezeigt. Und es ist definitiv so, dass die Risse zu tief sind und okay. Gibt verschiedene Risstiefen. Mhm. Und in dem Fall ist die Weiche gesperrt worden und ist ziemlich dringender Austausch. Okay. Naja, bitte? Dann ist Patricia doch noch Retterin der gesamten Güterbahnsituation in Wels. So kann sich das Blatt wenden. Wahnsinn, hey. Gott sei Dank sind wir jetzt da mit der Schiene. Ja, wenn es überhaupt eine Schiene ist. Eine sogenannte Zunge und eine Backenschiene. Als Laie ist das eine Schiene. Eine Zunge also, verstanden. Eine Frage wurde allerdings noch gar nicht gestellt. Eine Frage habe ich noch. Warum werden die Zunge oder die Schiene nicht mit dem Zug her transportiert? Ja, weil das kurzfristig war. Das Gleis, wo diese Weiche drauf ist, das ist ja ein Hauptgleis. Im Bahnhof, dass das gesperrt ist. Das heißt, da gibt es keine Überfahrt, kein Zug. Wir können das so in diesem Bahnhof zwar umfahren, dass man es eben auf ein Nebengleis, sagt man da, den Zugverkehr laufen lässt, aber Hauptgleis ist Hauptgleis, wo die Züge natürlich gerade durchfahren und deswegen ist das ziemlich dringend. Ja, das ist der sogenannte Zwei-Wege-Bagger. Ne? Zwei-Wege-Bagger, das heißt, der fährt auf Schiene als auch auf der Straße. Mit dem wird nun Patricias weiche Zunge, also Weichenzunge, vom Auflieger gehoben. Keine 7 Minuten später ist Patricia frei und kann schon ans Weiterfahren denken. Geht ein bisschen zur Hand? Ja, super, danke. Darf dann Kaffee zahlen, wenn es einen gab? Den gibt's ja bei uns im Büro. Wirklich? Logisch. Und beim genauen Hinsehen bemerkt man, es sind sogar zwei Schienen. Wir haben zwei Trimmer umgehabt, nicht eins. Zwei? Zwei? Der aufregende Transport von dieser Schiene haben wir jetzt hinter uns gebracht. Wir haben auch schon abgeladen und was ich gehört habe, kriegen wir jetzt noch einen Kaffee auf den Freimischer. Ja, dann werden wir zusammenschirmen. Zusammengeräumt ist eh schon. Dann geht's Richtung Wochenende. Und während die Herren zweiwegig baggern, packt Patricia ihren Auflieger wieder zusammen. So, ich mache jetzt gleich die Verriegelung auf. Dann geht das dann so fest in Arm, weil bremsen kann ich einen Auflieger von der Zugmaschine aus auch. Einfach einen Retarder fest anziehen, dann ist er einbremst. Jetzt fahren wir ein Stückchen da rein und dann schieben wir ihn zusammen. Und wohlgemerkt. Wer die kleinen Dinge nicht ehrt, der nie mit großen Gütern verkehrt. Schließlich ist es unserer Patsy zu verdanken, dass hier schon bald wieder die Züge auf allen Gleisen durchrattern. Patricia einmal ganz anders. Viele ihrer Freunde und Bekannten wussten von der heimlichen Leidenschaft der Truckerin. Jetzt will sie endlich ernst machen. Sie widmet sich in ihrer Freizeit der Musik. Ehemann Robert ist auch dabei. Singen tue ich mein Leben lang schon. Ich habe als Kind schon gesungen und immer gern gesungen. Ich habe in Bands gesungen und wollte eigentlich eh schon immer irgendwie mal so einen Song machen oder ein Liedl machen. Und ergeben hat es eigentlich dann so richtig aus dem, weil ich immer in der Sendung gezeigt werde, wo ich ein bisschen so brummt, hat der Brumm. Und ein wenig dahin jodelt und eigentlich wollte ich zeigen, dass ich schon singen auch kann. Also finde halt ich, an jedem wird es nicht gefallen, aber das ist mir eigentlich auch egal. Ja, genau. Bevor es ins Studio zum Aufnehmen geht, gibt's auch hier Papierkram und Vorbereitungen. Aber die sind hier viel weniger spießig. Und dann kommt nur zweimal der Refrain und dann eben das Outro. Mhm. Und ich habe das Mikrofon schon auscheckt, welches wir nehmen werden für dich. Und
Ich hoffe, dass du fit bist. Und sicher, immer. Und das ist jetzt keine Demo-Aufnahme mehr, das ist jetzt wirklich, was wir dann recorden, das biegt da. Mhm. Gut so? Perfekt, ja. Okay, sehr gut. Freue mich schon. Das war eigentlich ein Zufall nachher. Also dahingesponnen haben wir jetzt schon eine Zeit ein bisschen so. Machen wir was, machen wir nichts. Und dann habe ich zufällig eigentlich von gemeinsamen Freunden einen Steve kennengelernt bei einer Party. Und dann haben wir ins Reden gekommen. Und dann haben wir gemeint, ja, machen wir was miteinander. Robert, hast du schon was gehört vom Song? Oder hast nur ein bisschen. Nur, was man sich ein bisschen zeigt. Und? Mir hat's gefallen. Ja? Okay. Cool. Hat sich cool angemacht. War lässig. Ja. Ich finde das voll super. Also von Musik kochen du auch genauso alles. Aber die Richtung, also mir gefällt es, ist ein kleiner Ohrwurm wird das schon mit der Zeit jetzt. Ich komme da eigentlich aus einem komplett anderen Bereich. Also man würde es nicht glauben, dass da musikalisch und stimmlich so ein Boom da ist. Das ist wirklich unglaublich. Und die ersten Momente hier im Mikrofon waren für mich wirklich ein Gänsehaut-Feeling. Also das war unglaublich und sie hat einen Pep und sie ist auch ziemlich konsequent und steht dafür und weiß aber genau, was sie will. Das ist so. Aber Patricia geht's nicht nur darum, einen coolen und lässigen Song aufzunehmen. Sie will auch eine Message damit verbreiten, eine, die ihr besonders am Herzen liegt. Es gibt ganz viele Leute, die wenig Mut haben im Leben und vor allem auch nicht irgendwie sich selbst verwirklichen können, weil es irgendwie, ja, ich kann es nicht erklären, aber ich finde einfach, man sollte fürs Intent nehmen und sollte sein Leben leben, verdammt nochmal, man hat eins. Und das sollte einfach schön sein und wie man selber will. Sie achtet immer, wenn wir daheim sitzen, dann sagt man, ach, bitte, dein Text da, der ist so super und klasse was. Und ich sage, ja gut, ich verstehe nicht zwei Drittel davon. Mir persönlich, sage ich mal, weniger wichtig, aber für sie ganz, ganz wichtig. Also muss unbedingt was drinnen sein, weil sonst gibt's das Lidl nicht. Patricia scheint mit dem Ergebnis zufrieden zu sein und ihre Fans dürfen gespannt sein, wann es den Song dann auch öffentlich zu hören gibt. Das hat jetzt einmal irrsinnig Spaß gemacht und also ich kann mir schon vorstellen, wenn es gut ankommt, dass es mir auch Spaß macht, nur mal was machen. Aber wie gesagt, das ist halt alles neben meinem Hauptjob und das ist einfach auch mit Zeit verbunden. Aber natürlich, wenn man da Unterstützung von Freunden, Familie und Fans hat, ist es auch schön. Und dann mal schauen, was kommt.